Hallo! Willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. ich nehme später auf. Ihr seht's, der Greenscreen funktioniert noch weniger als üblich. Und, langer Stream heute Nacht. Des Streams musste ich die Folge noch fertig machen. Also Verzeihung dafür, es ging länger als erwartet. Es war grauenhaft. Auf jeden Fall würde ich sagen, jetzt ist in der Zeit, zum See des Zorns zu gehen. Und eine Sache, die angemerkt wurde, was relativ interessant ist, betrifft unser Mogitilo. Wir müssen es dafür eigentlich nicht extra anschauen. Und zwar ist er hier in der Safari-Zone gefangen. Und wenn wir Pech haben, wurde die nicht randomized. Das heißt, wir lassen mal eben noch die Finger von Mogitilo, weil wir hatten sowieso jetzt nicht vor, es ins Team zu packen. Aber bis ich das mal nachprüfen kann, lassen wir die Finger davon. Aktuell habe ich aber keine Lust, extra dafür hinzulaufen. Deswegen, wir lassen mal eben auf dem PC. Wir werden es später noch nachprüfen, im Idealfall, ob die Safari-Zone randomized wurde. Und je nachdem, ob sie es wurde oder nicht, behalten wir ihn dann. Andenken laden. Wir sind ein ganz ehrliches Unternehmen, ganz ehrlich. Okay, wenn ihr das seid, dann lass mich doch mal ein bisschen ins Radio reinhören, okay? Oh, das fühle ich. Wo ist der Poketalk mit Professor Eich? Ich muss ihn über Lutz unterrichten. Okay. Scheinbar kein Poketalk mit Professor Eich. Mysteriös. Hey du, komm doch mal eben her. Wenn du schon mal in Mahagonia City bist, sollst du unbedingt einen Wutkeks kaufen. Ich hätte einen für 300... Ja, klar. Ich glaube, der war wie Hyperheiler, nur günstiger. Warte, Basis-Items. Vor einiger Zeit war ich übrigens schon mal jemand aus Kanto, der mir einen Wutkeks abkaufen wollte. Landete ich damals aber keinem auf Lager und so musste ich ihn wieder nach Hause schicken. Er war so wütend. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen deswegen. Ich glaube, der lässt uns aber auch nicht durch. Weißt du, welche Basis-Items? Ha. Okay. Wofür ist denn der Wutkeks gut? Nee, okay. Hör mal, ich wollte ja echt keine falschen Hoffnungen machen. Nur weil du einen Wutkeks abgekauft hast, kann ich dich hier nicht auch automatisch durchlassen. Joto gibt es viel zu entdecken. Den Leuchtturm von Oliviana City zum Beispiel oder die Apotheke in Anemonia City. Nimm ein bisschen Zeit und sieh dich überall in Ruhe um. Okay. Hallo. Am See soll ein feuerrotes Garados aufgetaucht sein. Das ist besonders seltsam, weil man dort sowieso nur sehr selten auf Garados stößt. Meine Lieblingssendung im Radio, Pokémon-Musik, würde ich sagen. Meine ist... Ich mag es übrigens auch, wie ganz unauffällig in dem Baum der Antenne ist. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Hey, das Experiment war ein voller Erfolg. Carpador sind echte Ladenhüter, aber Garados will einfach jeder. Kennen wir nicht zufälligerweise auch aus der Kanto-Region? Wäre das möglich? Ist das eine Möglichkeit? Wie meinen? Du kannst irgendwo in diesem Zimmer einen Luftzug pfeifen hören? Das ist piep, piep. Das bin nur ich. Ich war gerade dabei, mich ein wenig im Pfeifen zu üben. Oh, ich kann pfeifen, okay. Ich würde mir das kaufen. Mini-Pilz? Pokéball? Trank. Naja. So, was, womit ich dienen kann? Nee, ich denke nicht. Bitte komm bald wieder. Du hörst ein merkwürdiges Geräusch. Ich spüre auch einen gewissen Luftzug da drin. Bist du schon diesem Kerl mit dem schwarzen Mantel begegnet? Er meinte, von irgendwo in dieser Gegend ging ein seltsames Signal aus. Man trifft ihn immer irgendwo zwischen Mahagonia City und den See des Zorns. Wer er wohl ist? Ich habe auch versucht... Gab es ein Level-Up? Keine Ahnung. Ich habe auch versucht, ein bisschen Schleimer und Bamboo zu trainieren, aber... Lief nicht gut, okay? Lief nicht gut. Dementsprechend dachte ich mir, wir warten noch, bis wir das gerade ausgemacht haben. Jetzt bin ich eh so kurz vor dem EP-Teiler, also... Ich bitte euch. Ich bitte euch. Man kann so viel unternehmen mit seinem Pokémon. Wir haben immer großen Spaß. Haha, ich auch. Haha, yeah, Spaß. Haha, Pokémon. Ammonitas? Damit kann man auch sehr viel Spaß haben. Ich würde gerne Bambo dagegen kämpfen lassen, aber Monitas hat Aquaknarre und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für unseren Bambo. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut ist das. Dementsprechend schicken wir einfach Terry mal eine Runde rein. Level 18 Pokémon sind natürlich auch für unser aktuelles Team höchst herausfordernd, aber das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen nicht optimal gelöst mit dem Ganzen, dass man sich den Weg aussuchen kann in Generation 2. Sie hat auf jeden Fall einen noblen Gedanken. Die Umsetzung ist natürlich nicht allzu gut. Weil es so oder so dafür sorgt, dass man auf irgendeinem Weg gegen viel zu schwache Pokémon kämpfen wird. Ein Pischlipper?
Was? Ich fühle mich heute mutig. Ich fühle mich heute mutig. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin. Oh, Weißnebel. Okay. Ich denke, es war nicht die verkehrteste Entscheidung, mit Terry drin zu bleiben. Ich könnte natürlich auswechseln zu Schleimer und dann Schleimer wieder rauswechseln oder so, aber nee. Das machen wir jetzt nicht. 631 EP, das ist nicht übel. Und ein Sterndu. Sterndu ist auch so ein Pokémon, das wir irgendwie ständig antreffen hier gerade. Das ist auch ein ständiger Begleiter dieser Nuzlocke-Challenge. Und weg mit dir. Oh, Level 20 Sterndu. Herausfordernd, aber kein Problem für den guten alten Volltreffer. Und dann haben wir natürlich noch zwei Encounter vor uns. Von ihr macht überhaupt keinen Spaß. Ich kann zustimmen. Ich erinnere mich an Teak City und es hat keinen Spaß gemacht. Es hat keinen Spaß gemacht. Krakeelo. Wir hatten natürlich leider nur ein Flurmel. Das heißt, Krakeelo ist natürlich ein vollkommen legitimer Encounter an der Stelle. Wir müssen keine Pokémon fangen, die wir schon gefangen haben. Also wir machen Flottball. Finsterball wäre natürlich auch eine Option, aber ich glaube, der Flottball sollte in Runde 1 trotzdem besser sein. Ich meine, vielleicht bricht es sehr, es bricht aus. Bricht aus, das ist ein Ausbrecher. Ein Ausbrechermon ist das. Erstaunlich. Wie viel Schaden? Nicht so viel. Okay. Ja, dann machen wir eine Knochenkeule. Volles Pfund. Ja, also die Sache ist Bambo. Das macht sich bisher nicht so gut, muss ich leider sagen. Das macht sich bisher nicht so gut. Jaula. Ja, hier boost dich ruhig ein bisschen auf, Krakeelo. Wir haben alle Zeit der Welt. Puste dich bitte nicht weiter auf. Das wäre gar nicht gut für mich. Ich meine, Schlammbad wird sich umbringen. Vielleicht wird es vergiftet, aber das wäre gut, um es zu fangen. Seht ihr? Und schon ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es fangen können, ein Stück weit gestiegen. Das verschafft uns ein bisschen Zeit. Dann machen wir einen Finsterball. Und ich denke, der wird ausreichen. Gott, ich hasse es, dass man bei dem Krakeelo-Spritz ein Zäpfchen sieht. Das irritiert mich. Ich mag das gar nicht. Gar kein Fan davon. Aber Krabums? Könnte ganz nett sein. Also habe ich nicht zu viel dagegen, zwangsweise. Aber bis es soweit ist, haben wir erstmal keinen Platz im Team, befürchte ich. Lauthals. Es atmet tief ein und nutzt seine Bauchmuskeln, um Luft in einen gewaltigen Schrei auszustoßen. Wie nennen wir... Das erste war der Nachbar. Wie nennen wir das dann am besten? Mir fällt nichts ein, deswegen machen wir... Ich denke, das ist ein sehr passender Emote für... Krakeelo. Ich denke, das ist angemessen. Lass mich in Ruhe. Hier mal schnell aufheilen. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir packen Bambo mal von der ersten Stelle weg. Weil Bambo ist halt echt langsam und es macht echt keinen Schaden. Das ist ein bisschen verzwickt damit umzugehen aktuell. Schleimer starte ich an. Naja. Dann gehe ich. Okay. Ich bin fertig mit dem Pokémon Center. Wisst ihr, was die Sache ist, über die ich aktuell nachdenke? Mein Streaming-Setup-Zeug, um genau zu sein. Ich habe neben mir noch einen Schreibtisch stehen. Ich hab so einige Schreibtische hier im Zimmer. Und wisst ihr, was wir sind? Wir sind Sparfüchse. Wir nehmen den Weg, der gratis ist. Und genau, auf dem Schreibtisch habe ich noch den einen Röhrenfernseher von mir stehen. Und darüber, ich habe damit ein Streaming-Setup, vielleicht habt ihr davon mal eingesehen. Eins, von dem sich manche Leute persönlich angegriffen fühlen, aus irgendwelchen Gründen. Also es ist merkwürdig, ist, wie auch immer. Und dann habe ich jetzt ein paar Sachen noch hinzugefügt. Was ich, worauf ich auf jeden Fall in erster Linie warte, ist so ein SCART-Switcher für RGB. Hier, ich habe einen von Dragonbox.de gekauft, falls ihr im Detail interessiert seid. Die sind sehr teuer für das, was sie sind, aber... Er löst ein Problem von mir. Nämlich habe ich immer das Problem, dass ich sehr wenig Schaden mache mit Schleimer gegen dieses Pokémon. Das ist ein großes Problem. Naja, ich hab gar keinen Windstoß mehr. Egal, Schmidt wird das trotzdem regeln. Schmidt wird das regeln. Schweifglanz. Der Schwanz leuchtet. Der Angriff steigt stark. Das gefällt mir nicht. Psystrahl. Auf jeden Fall. Den habe ich mir gekauft, denn der löst ein fundamentales Problem. Ich mag den Gedanken an sich, dass ich meine Konsolen soweit angeschlossen habe. Das Problem ist aber, dass ich will sie nicht in einem Setup haben, das so unschön aussieht. Ich habe so ein Metallregal, so ein relativ offenes, wo ich die Konsolen draufstehen habe und sowas. Aber das ist nicht schön, wenn ich was filmen will oder so. Wenn sie alle da fest angeschlossen sind, dann kriege ich sie von den Kabeln her nicht mehr raus.
Und ich will natürlich manchmal auch von den Konsolen aus, auch was generell den Gameplay capturen für irgendwelche Videos und sowas. Und eine Lösung, auf die ich gekommen bin, ist, dass ich ein paar Konsolen, was habe ich da drüben aktuell stehen? Meine PS2, den Frame-Meister für so ziemlich alles, logischerweise. Dann einen GameCube und Nintendo 64, das ist soweit, was ich angeschlossen habe und beziehungsweise was ich angeschlossen haben möchte, fest. Das werde ich dann an den SCART-Switcher anschließen, welch ganz nett ist, weil es eine Signal davon... Schleimer, dieses Schlammbad, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist nicht das, wonach wir suchen. Der SCART-Switch hat den Vorteil, dass ich zwei Ausgänge davon habe. Das heißt, das eine Signal geht an den Röhrenfernseher und das andere geht drüber an den Upscaler, damit ich das Ganze aufnehmen kann und sowas. Kann ich die Konsolen soweit fest angeschlossen haben, was eine sehr angenehme Sache wird. Und ich freue mich sehr darauf. Ich habe auch so ein festes Tischstativ, damit ich das auch vernünftig im Stream dann filmen kann und nicht so ein Stativ die ganze Zeit im Weg habe. Und mir fehlt halt noch der SCART-Switch. Ansonsten freue ich mich sehr darauf, damit was zu machen. Und eine Sache, über die ich nachgedacht habe, war, was wäre ein Stream, das ganz gut einzuweihen? Und da ist mir eingefallen. Es gab ein Spiel, nachdem ich heute im Stream gefragt habe, wo ich es nicht mal spielen möchte. Meine Spielreihe. Weil was Metal Gear Solid ist. Ich habe bei How Long to Beat nachgeschaut. Ich dachte, Metal Gear Solid wäre so im Bereich von 20 Stunden. Aber wie sich herausstellt, ist es eher so ein... Yo, How Long to Beat sagt... Ich glaube, es waren 11,5 Stunden, sowas. Also... Sagen wir maximal 16, dann sollte auch ich es irgendwie durchschaffen. Dann dachte ich mir, was wäre das? 3-4 Stream? Ist das eigentlich in Ordnung? Und ich glaube, wenn ich das Ganze soweit habe, dann würde ich ganz gerne Metal Gear Solid im Stream mal durchspielen und darauf freue ich mich sehr. Aber leider fehlt dafür natürlich noch ein bisschen was, aber ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin sehr gespannt darauf. Vor allem, weil ich dann an sich noch die Möglichkeit habe, dass ich das Ganze. Gameplay dann ohne das Fernseh-Setup aufnehmen kann. Das heißt, ich könnte dann theoretisch einen Upload machen, der ohne das Setup ist, was viele Leute nicht mögen. Und das wäre doch eine nette Mischung. Da haben alle was von. Und das ist die Sache, über die ich aktuell nachdenke. Und ich bin sehr optimistisch, was dieses Setup betrifft. Natürlich sind wir zu langsam. Oh ja, da habe ich vorhin noch ein bisschen was von aufgebaut. Können wir nicht... Komm, wir hauen jetzt ab. Oh. Ich glaube, was wir brauchen, ist ein schnelleres Pokémon. Wenn ich an schnelle Pokémon denke, dann denke ich an Terry. Und mit Terry werden wir ohne Probleme abhauen können. Veto macht Superschall. Yeah. Lass mich doch bitte in Ruhe, okay? Wir gehen jetzt. Danke. Ich habe das Gefühl, dass mit Schleimer und... Okay, wir gegen den Typ noch, wenn wir schon mal da sind. Das mit Schleimer und Bambu, die haben aktuell eine sehr schwierige Zeit, sich im Team einzufinden. Die sind wirklich nicht so stark, wie ich mir wünschen würde. Tengulist? Wie schwächt bist du, Schleimer? Ein bisschen, aber... Nein, kein Aber. Nein. Wir sind alle nicht optimal gegen Tengulist. Ich glaube, Schleimer ist sogar unsere beste Wahl. Oh, Spezialangriff stark gestiegen. Das war gut. Ich vermute, es wird... Keine Ahnung, schicken wir Jürgen raus. Jürgen macht das schon und Licht ist sowieso nur neutral gegen Jürgen, also... Jürgen regelt das. Ging daneben. Okay. Wenn wir Glück haben, hat es keinen speziellen Angriff. Das wäre schön. Ladestrahl von Jürgen und damit sollte Tengulis besiegt sein. Ist ja alles schön und gut, ist ja alles Spaß ist Spaß, aber wenn der Ränkespielzwärme eingesetzt wurde, dann wird der Spaß langsam ernst. Und Nidoking hat sich wacker geschlagen. Es war kein Nidoking, aber es hat sich trotzdem... Hat sich wacker geschlagen? Es hat nicht einen Angriff gemacht. See des Zorns. Hier ist natürlich die große Frage mit dem, die immer wieder aufkommen ist, mit dem Gyarados-Encounter. Nämlich an sich dürfen wir ja Shiny-Pokémon fangen, aber das Gyarados wird nicht randomized sein und es ist auch ein fester Shiny, also... Nee, das nicht. Leider nicht.
Da müssen wir leider drauf verzichten. Also wir packen Jürgen direkt an die erste Stelle, denn Jürgen wird ziemlich gut drin sein, Gyarados zu besiegen mit einem Ladestrahl. Und dann surfen wir mal los. Wir fangen natürlich erst was anderes, was auch immer hier sein wird im See des Zorns. Hoffentlich was Gutes. Oh, oh. Oh. Höchst interessant. Los, Jürgen. Falls ich es fangen sollte, ich werde nicht gleichzeitig zwei Legendäre oder was auch immer, Pseudo-Legendäre oder welche Begriffe auch immer die Leute dafür erfinden wollen. Ich werde nicht zwei gleichzeitig ins Team nehmen, okay? Versprochen. Versprochen. Aber wenn Latias mit ins Team kommen will, werde ich mich natürlich auch nicht drüber beschweren. Frage ist nur, wie schwächen wir Latias jetzt am besten? Bisschen schwierig. Vor allem, ich weiß nicht, ja. Das war vielleicht ein bisschen Overkill bei genauer Überlegung. Aber es nicht. Jetzt heilt sich mit Wunschtraum, ja. Wer wäre gut darin, Latias zu schwächen? Wie wär's mit Terry? Los, Terry. Das macht es jetzt ein bisschen nervig, was du hier machst, Latias. Weißt du das? Du machst ein kleines bisschen nervig hier gerade. So ein ganz kleines bisschen. Was hält ihr eigentlich davon, dass Latias weiblich ist? Das sind legendäre Pokémon nicht allzu oft. Ach komm. Das Problem ist, Rasierblatt würde... Ich meine, Rasierblatt hat auch hohe Volltrefferquote. Also das weiter einzusetzen wäre dämlich. Mach weiter rechte Hand. Das ist mir lieber. Mal ein bisschen Megasauger. Schauen wir, wie viel er macht. Wir können natürlich den Finsterball einsetzen, was super hilfreich gerade ist. Mach keinen Wunschtraum, bitte. Mach keinen Wunschtraum. Der ist so nervtötend. Der ist so nervtötend. Bitte hör auf. Bitte hör auf damit. Mach weiter rechte Hand. Damit hast du doch so viel Spaß gehabt. Psi-Welle, die kannst du auch machen, solange sie daneben geht. Da habe ich auch kein Problem mit. Also... Problem ist, ohne Statusveränderung wird das halt auch ein absolutes Elend. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wir können auf jeden Fall noch unsere Finsterbälle wegmüllen und wenn dann nichts dabei war, was halbwegs gut aussah, dann... Ja, dann sagen wir, war nett, wir haben es versucht, aber reicht dann auch. Ich denke, wir werden sagen, war nett, wir haben es versucht, aber reicht dann auch. Wie viel Schaden macht Psi-Welle? Nicht so viel. Okay. Ich meine, wir haben noch den Nestball. Latias ist unter Level 20. Und der Nestball hat uns schon mal bei einem Pokémon viel Glück gebracht. Diesmal nicht. Heute kein Glück. Heute kein Glück für mich. Das ist der Wunschtraum. Nee, ich glaube, das wird nichts. Spulen wir vor. Letzter Finsterball. Es hat auch gerade wieder einen Wunschtraum ausgesprochen, was ein bisschen nervig ist. Okay, kein Latias für uns. Die Sache ist halt, dadurch, dass es Wunschtraum hatte, wir keine Statusveränderung machen können. Beziehungsweise wir könnten es vielleicht vergiften. Ich kann auf keinen Fall Schleimer gegen ein Psycho-Pokémon reinschicken. Das ist... Wir sind nicht dafür ausgelegt, gerade dieses Latias zu fangen. Wir haben nicht wirklich die Möglichkeit dazu. Außer, dass wir vielleicht unsere ganzen Bälle endgültig verschwenden. Aber gut. Nein, ich will zum Gyarados rüber. Hör doch auf! Hör doch auf! Wäre Vulpix besser gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich mag den Gedanken, dass es besser wäre für mich, aber... Ich glaube, in der Praxis nicht so sehr. Nicht so sehr. So, dann können wir uns noch ein kleines Tränkchen reinziehen. Bevor wir rübergehen. Ich meine, komm, Limonade bringt an dem Punkt sowieso nicht mehr so viel. Dann können wir die auch mal eben verschwenden. Ich sollte neue Heilung kaufen, fällt mir gerade auf. Hallo? Hallo? Entschuldigung? Hallo? Was sind das jetzt? Ich habe es nicht angeklickt, oder? Das ist einfach nur wieder ein Vulpix oder so. Was ist wieder ein Vulpix?
Das Garados will nicht mit mir reden. Was mache ich denn jetzt? Es will nichts mit mir zu tun haben. Du bist gekommen. Muss ich eins weiter? Ich muss eins weiter runter. Ich war über dem Garados die ganze Zeit. Schaut es euch an. In meinem ersten Run durch Pokémon Kristall, das ich zum ersten Mal gespielt habe. Ich habe das Garados ja sowas von besiegt. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich das besiegt habe. Ich habe nicht mal versucht, es zu fangen. Ich habe um mein Leben gekämpft. Genauso war es mit Suicune auch. Alle weg. Keine Zeit dafür. Weg mit denen. Die habe ich alle nicht gebraucht. Ich wollte nur überleben. Das war das Einzige, was für mich Priorität hatte. Gut, das war ein netter Ladestrahl und dann Psychokinese zum Abschluss. Die trifft mich garantiert. Biss tut ein bisschen. Tut wirklich ein bisschen weh. Nicht so sehr, aber schon so ein bisschen. Weg mit dir. Und das war Garados. Das war unser Freund Garados. Rote Haut. Und dafür haben wir diesmal gar keinen Sonnenbrand gebraucht. Hey. Ich schätze Professor Lindert angerufen, oder? Hey, da ist der Mann im Umhang. Hallo. Ich wusste doch, dass mit diesem roten Garados irgendwas nicht stimmen kann. Es wurde also mit Gewalt dazu gebracht, sie zu entwickeln. Was? Bist du auch wegen der Gerüchte hier? Du bist irgendwie männlich, nicht wahr? Mein Name ist Siegfried und ich bin ein Trainer, genau wie du. Als ich die Gerüchte hörte, bin ich sofort hierher gekommen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe dich vorhin kämpfen sehen, mir war sofort klar, dass du über ein bemerkenswertes Talent als Trainer verfügst, MOP männlich. Wärst du vielleicht bereit, mir ein wenig zu helfen? Ja. Ausgezeichnet, vielen Dank. Ich habe den Verdacht, dass die Carpador des Sees durch ein mysteriöses Radiosignal, das einen Ursprung in Mahagonia City hat, dazu gezwungen werden, sich zu entwickeln. Ich glaube, das Signal stammt aus diesem zwielichtigen Andenkenladen, MOP männlich. Ich gehe schon mal vor und untersuche Mahagonia City. Boah! Einfach weggeflogen. So, hier können wir doch ein bisschen uns umschauen. Angeblich entstand dieser See einst, nachdem ein erbostes Garados hier seinen Unmut Luft gemacht hat. Ich frage mich, ob der ganze Rummel vielleicht etwas mit dieser Geschichte zu tun hat. Nicht direkt, nein. Oh, was ist denn das? Das sieht cool aus. Soll ich mal eben ein Schützlein einsetzen? Ein bisschen Schutz gesprüht? Schauen wir da doch mal rein. Oh, ich liebe das mit dem gefluteten Wald. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals in den Remakes war, ehrlich gesagt. Top Ether. Ne, davon, von Ether lassen wir die Finger. Das ist eine Lektion, die wir gelernt haben. Hochentzündlich, hochentzündlich. Deswegen sind die Häuser von den Äthersüchtigen immer abgebrannt, habe ich recht? Es war früher eine Sache, dass Leute sich mit Äther berauscht haben und haben sie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Vielleicht sollten wir aufhören. Eine Sache, die heutzutage nicht zu oft passiert mit derartigen Substanzen. Ich glaube, das war die Geschichte. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das sind nur irgendwelches Halbwissen am Rande. So, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas, oder? Sieht auf jeden Fall deutlich interessanter aus als in dem Original, wo es einfach nur ein lahmer Wald war. Ich glaube, da hat man auch Zerschneider gebraucht, was. Das hat mich schon ein bisschen unruhig gemacht, weil ich dachte, brauche ich Zerschneider wieder? Ich habe gar keine Lust auf Zerschneider. Nein. Aeroas. Ich meine, ich könnte Schmidt beibringen wahrscheinlich, aber Schmidt hat jetzt keinen guten physischen Angriff, also lassen wir das mal lieber. Das lassen wir mal. Und den ganzen Weg muss ich dann auch wieder zurücksurfen. Gar keine Lust. Wer wohnt denn hier? Ist das der Typ, der Carpador sehen will? Du hast einen weiten Weg hinter dir, während ich hier meditiert habe. Ist eine neue Kraft in mir erwacht. Ich möchte sie gerne mit deinem Pokémon teilen. Hier, nimm dies, mein Kind. Danke. Weißt du, was das ist? Diese Attacke nennt sich Kraftreserve. Naja, nee. Nee, ich meine, kann nett sein, aber bin mir nicht sicher, wo ich überhaupt rausfinde, von welchem Typ Kraftreserve sein wird. Und auch dann ist auch dann kein so starker Angriff. Also wir lassen es mal. Wir lassen es einfach mal. Und dann schwimme ich mal wieder zurück. Das ist nicht der Weg zurück. Aber hier oben links geht's noch weiter. Haben wir hier noch was? Da geht's noch runter. Schutz wirkt nicht mehr. Alles gut, alles gut. Wir haben noch eine Menge Schutz auf Lager.
Könnte wahrscheinlich meinen Detektor mal wieder verwenden, aber Finsterball. Ironisch. Ironisch. Was sagst du dazu? Ironisch, oder? Jürgen. Huch, Jürgen trägt was mit sich herum. Willst du es eigentlich nehmen? Klar doch. Lila Schuppe. Okay, da kriegt man wohl nur so... Kriegt man da nur Deko-Zeug oder kann ich auch was Brauchbares haben? Denn ich vermute mal, das, was sie einem, was die Pokémon einem geben, ist auch nicht randomized. So, hier geht's dann zurück. Wo sind wir hier gerade? Wo bin ich? Hallo? Route 43. Was ist Route 43? Okay, Route 43 ist die über dem See des Zorns. Okay. Ist das der Carpador-Typ? Das ist ein Trainer. Letzte Zeit habe ich nur Pech. Was meinst du? Ob es an meinen Items liegt? Egal, kämpfen wir. Das hebt vielleicht meine Laune. Ich meine, vielleicht liegt es an den Items. Level 10 Panferno. Vielleicht liegt es auch an den Pokémon. Vielleicht können die ein bisschen höher gelevelt sein. Unter Umständen. Zum Glück haben, setzt der Feuer-Pokémon ein, also... Los geht's, Bambo! Das ist deine Gelegenheit, zu zeigen, was du drauf hast. Silberblick. Die Verteidigung. Die Verteidigung. Ich denke, der wird im Originalspiel Carpador einsetzen, oder? Verteidigung senken, dann Spezialangriff machen. So sehen wir das gerne. Knochenkeule ist übrigens super schlecht. Der Angriff, der gut war, war der Knochenrang und den hat Bambo noch nicht. Knochenkeule ist nicht gut darin, irgendwas zu machen. Irgendwas, das man machen will. Oh, dann senken wir den Angriff noch um eine Stufe. Na klar, na klar, na klar, na klar, warum nicht? Biss? Na, das ist schon wieder zu gefährlich. Das ist schon wieder zu gefährlich für Bambo. Das ist schon wieder zu gefährlich. Schicken wir einfach Baldo raus. Ich denke, Baldo, der... Dieser Angriff, der wäre nicht gut für Bambo gewesen. Aber Baldo natürlich, du willst Baldo nicht beißen. Baldo ist giftig. Das tut doch weh. Hast du nicht die klassische Folge von Simpsons Staffel 2 gesehen? Als Homer einen Kugelfisch gegessen hat und er dachte, er wird sterben. Hat sich von allen verabschiedet. Das war, ich meine, man weiß, dass nichts passiert. Spoiler. Aber, war trotzdem eine traurige Folge, wenn er mich fragt. Traurige Folge. Das war auch ganz nett, weil man sieht, wie viel ihm seine Kinder bedeuten, versteht ihr? Das ist wichtig für das Worldbuilding der Simpsons. Ah, Magpie. Und auch weg damit. Angler Mallory. Ich habe verloren, aber ich fühle mich trotzdem besser. Das ist eine Emotion, die ich nicht nachvollziehen kann. Der Köderball ist wie gemacht für Angler wie uns. Ich besorge mir stets einen Vorrat von Kurt. Warte, was, wenn ich hier runter surfen würde? Wo würden wir denn hinkommen? Entschuldigung. Ich muss mal eben was nachforschen. Das ist Schneider für schwarze Aprikoko. Ja, ich will den Pokéball noch mitnehmen. Den haben wir uns verdient. Durch das Haus da rechts gehen wir aber noch nicht durch, weil... Oh, ein Segen. Ein Segen ist das. Eine Pokepuppe. Sehr schön. Okay. Folgender Plan. Wir werden nicht die Team-Rocket-Basis anfangen. Stattdessen... Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass der Poké-Athlon nicht bei... An dem... War das Anemonia City mit der Stahlarena? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir von den meisten Städten die Namen nicht merken aus Generation 2. Ich weiß nicht warum. Ich kann es mir nicht merken. Ich kann mir schlicht und greifend die Namen nicht merken. Auf jeden Fall scheint es neben dem Nationalpark zu sein und der ist nicht so weit entfernt. Dementsprechend ist ein bisschen entfernt, aber wir gehen schon rein. Wir gehen schon rüber. Denn mir wurde ein Outfit für den Poké-Athlon versprochen. Und ich meine... Wir haben uns schon vor dieser einen Präsentation gedrückt, aber Poké-Athlon, ich glaube, den müssen wir noch machen. Ich drücke mich vor der Höhle übrigens, habe ich entschlossen. Oh oh, oh oh, oh oh, es geht wieder los. Raikou! Ah ja, hier gab es wieder Raikou. Naja. Naja, Flucht gescheitert, aber Raikou setzt Brille ein. Haben wir beide bekommen, was wir wollten. Da sollten wir auch noch runterschauen. Also.
Oh, ist heute ein Käferturnier? Ich habe auch nichts Vernünftiges, um die Käfer-Pokémon zu schwächen. Also habe ich eigentlich auch gar keine Lust darauf. Oder war der Pokathlon hier unten? Ne, wenn er hier nicht ist, schaue ich kurz im Poké-Wiki nach, okay? An der Stelle, schaut doch an das Poké-Wiki. Ich habe das Gefühl, es wird nicht oft genug gesagt, aber auf das Poké-Wiki ist immer Verlass. Immer Verlass. Vor allem für ein deutschsprachiges Wiki, das ist erstklassig. Erstklassig! Pokathlon-Halle. Ach du lieber Strohsack! Wie hast du mich gerade genannt? Dieses Glitzern in deiner Glatze. Ich weiß nur zu gut, was das bedeutet. So sieht nur wahre Freundschaft aus. Ich habe mich geschlagen, dein Jirachi ist aber auch wirklich ziemlich auf Zack. Du bist mehr als bereit, um am Pokathlon teilzunehmen. Zwischen dir und deinem Pokémon-Team kann ich vor allem Zusammenhalt, Vertrauen und Potenzial spüren. Na gut, komm immer mir nach. Oh, der hat ein Quappo. Oh, schick hier. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Na, was sagst du? Das hier sind die Pokathlon-Hallen. Ich bin mir fast sicher, ich habe das nie gemacht. Kann man das ohne Pokéwalker machen? Der Pokathlon ist der Zenit aller Sportarten für Trainer und Pokémon. Winnerin dieser Halle wird die Freundschaft zwischen Trainern und ihren Pokémon im Sport auf die Probe gestellt. Ich lege dir dringend ans Herz, auch dort teilzunehmen. Ah, das war eine schöne Überraschung. Wer hätte mit sowas gerechnet? Dass mir plötzlich ein Pokéathlet vor die Füße fällt. Es war eine gute Entscheidung, im Pokathlon hier in Johto zu öffnen. Mein Name ist Faustus. Wir werden uns bestimmt nochmal irgendwo über den Weg laufen. Dann also bis bald und viel Spaß auch beim Pokathlon. Ich trau Faustus nicht. Das Gefühl, der hat einen Deal mit dem Teufel am Laufen. Naja. Oh. Also ein aufregendes Streamer-Setup hier. Das sehe ich doch direkt. Hallo, hier kannst du dich für den Link-Pokathlon registrieren. Hoppla, sehe ich dein neues Gesicht. Jedenfalls sollst du erstmal den Schalter für die Registrierung zum Einzelkampf aufsuchen. Rechts in der Mitte. Hallo? Oh, hallo, MPBank. Bist du hier, um am Pokathlon teilzunehmen? Als man mir sagte, dass es jetzt so eine Anlage in der Nähe von Dukatia City gibt, war ich so neugierig, dass ich losgeflitzt bin. Hä? Glaubst du etwa, in diesem Aufzug am Pokathlon teilnehmen zu können? Wenn du mitmachen möchtest, sollst du auch entsprechend vorbereitet sein. Also, sag schon, was für eine Größe hast du? M oder L? XXL. Siehst mir nach Größe M aus. Charmeur. In Ordnung. Dann bringe ich dir gleich meinen passenden Anzug für den Pokéathlon. Dir ist doch bestimmt auch lieber, wenn du in coolen Klamotten auftrittst. Na, warte mal kurz. Ich hoffe, ich habe das richtig... Ah ja, für neue Pfeile in der Beschreibung, falls ihr mit der Mod selber spielen wollt. Wir haben jetzt einen ROM-Hack-Patch dafür, den ihr mit so einem ROM-Patcher-Dingens verwenden könnt, damit ihr die Files nicht einzeln reinziehen müsst. Allerdings, wenn ihr zusätzlich randomisen wollt, müsst ihr, soweit ich das verstanden habe, zuerst... Den Skin holen und dann randomisen, weil, keine Ahnung, weil Zeug. Na also, falls ihr wie angegossen. Trainingsanzug, ich hoffe, ich habe den richtig drin. Damit bist du bestens auf alles vorbereitet. Gut, dann will ich auch mal. Ich glaube, wenn ich einen Pokéball werfe beim Fangen, ich glaube, da habe ich dann irgendwie den neuen Sprite nicht drin, ist mir aufgefallen. Oh, Moment mal, ich habe völlig vergessen, meine Pokémon mitzubringen. Na gut, dann bis bald. Ciao. Bis dann, ne? Hallo, willkommen bei der Pokathlon, bla 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 bla. Ja, ich möchte... Nein, ich möchte mich erst registrieren. Willkommen, hier werden Rekorde aus dem Pokathlon ermittelt. Ich dachte, ich kann mich hier registrieren. Wir machen einfach hier mal... Versuchen hier teilnehmen. Tempoturnier, Kraftturnier, Sprungturnier. Das ist richtig. Dann bitte hier entlang. Es ist der Mr. Bean-Anzug. In ein paar Minuten geht's los. Sein Mannschaftswarm ist rot. Also gut, also mein Ohren. Ach, das ist natürlich. Das ist natürlich bemerkenswert. Oh, Schmidt kann gut springen. Dann hüpf mal los, Schmidt. Ich meine, Jürgen ganz klar auch. Und Baldus scheinbar auch ein guter Springer. Keine Ahnung. Komm beim Pokéathlon und hallo zum Sprungturnier. Wer wird der strahlende Sieger sein? Die heutigen Pokéathleten sind... Die Zahl ihrer Niederlagen beweist ihre Stärke. Ihre Niederlagen beweist ihre Stärke. Sie unterliegen nur den Besten.
Thema Implementing, Schmidt, Jürgen, Baldo. Fliegen ist für ihn wie Atmen, das Natürlichste der Welt. Hut, Hut, Golbert, Huvelop. Sie haben noch viel vor, mal sehen, wie weit sie heute kommen. Da mal nichts wie los, gibt Gummi, auf die Plätze, fertig, Pokéathlon. Muss ich jetzt was machen? Dann machen die das von allein. Lampion springen. Oh Gott. Steuerung. Katapultiere dein Pokémon nach oben, indem du sie nach unten ziehst und loslässt. Ist das Pegge? Ne, fliegen aber gut. Das Problem, das obere Bild ist bei mir gerade, so wie ich es eingestellt habe, größer als das untere. Das macht es ein bisschen verwirrend für mich, irgendwas zu erkennen. Oh nein, Schmidt! Entschuldigung? Oh nein. Ich hoffe auch wirklich, dass ich nicht irgendwie die Größe verändere oder so von dem Fenster. Das wäre nicht gut für die Aufnahme. Es würde mein ganzes Setup ein bisschen ruinieren. Was machen wir jetzt für 20 Sekunden? Irgendwie... Muss ich, wenn ich alle einmal losgeschleudert habe, erst warten oder so? Oder wie läuft das? Keine Ahnung. Okay, wie war ich? Neuer Rekord, macht zusammen 325 Punkte. Na gut, wie lautet die Ergebnis aus dem ersten Wettkampf? Verloren. Auf dem Ergebnis der einzelnen Wettkämpfe ergibt sich eure Punktzahl. Das Turnier ist noch nicht vorbei, so bleibt am Ball. Oh, ist noch nicht vorbei. Noch ein Wettkampf. Diskus fangen. Führe dein Pokémon mit dem Touchpin über das Feld, antippen, springen. Oh Gott. Oh Gott, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wo das landet. Oh Gott. Oh Gott, müssen wir das machen? Wie lange geht das? 42 Sekunden? Ach. Ich sag's euch, wenn man nicht gerade mit dem richtigen Touchscreen spielt, nicht so spaßig, wie es sein könnte. Nicht so spaßig, wie es sein könnte. Das geben wir zum Ende. Oho, spannend. Der zweite Wettkampf. Dritter. 18 Punkte hat Timonika. Die Menge tobt und das letzte Turnier geht in die letzte Runde. Wettkampf Nummer 3. Hürdenlauf. Bring deine drei Pokémon durch den Hürdenparcours. Berühre eins, um zu springen. Okay. Oh Gott. Spring, Jürgen und Baldo. Schmidt. Oh oh. Oh Gott, Baldo, spring. Schmidt, springen, du, Baldo. Oh, was für ein Sprung, Baldo. Nein, nein. Oh mein Gott. Wenn Schmidt erstmal in der Luft ist, Schmidt kommt so schnell nicht mehr runter. Oh, Baldo hat auch einen super Sprung. Ist relativ interessant, dass sie hier so... Oh Gott, dass sie so Spezialsprünge teilweise haben. Oder Spezialfertigkeiten, wie es aussieht. Oh oh. Keiner wurde Erster, wie es aussieht. Keiner wurde Erster. Ach, da sind wahrscheinlich alle Sets wichtig. Auch Geschwindigkeit und sowas, je nachdem, wann man ankommt. 127 Sekunden. Kussi Kussilla ist auf Platz 1. Dritter Platz. Es ist immer der dritte Platz für mich. Auch das hier möchte ich anmerken, nicht so einfach, wie es sein sollte, wenn man es hier gerade mit dem viel größeren oberen Bildschirm und mit der Maus spielt. Aber gut, ein großes Lob an all unsere Athleten. Welches Team ist der Sieger? Ich verlese nun die Ergebnisse. Doch als erstes eine Belohnung für Mut zum Risiko. Der Draufgänger-Bonus. 31 Punkte an MOP männlich? Ja. Yeah. Oh, jeder bekommt welche. Ich habe am wenigsten gekriegt. Dies ist der Einzelpreis. Niemand. Was fehlt noch? Ach ja, unser heutiger Punktekönig, Ladybaus Timonika. Das war's auch schon. Nun, die Punkte für besondere Leistungen. Die meisten Schnitzer gehen auf das Konto von Hubelup. Versager. So viel dazu. Und zu guter Letzt addieren wir die Punkte aus den einzelnen Wettkämpfen. Erster Wettkampf.
Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon deutlich zurückgefallen. Sieht nicht gut aus für mich. Sieht nicht gut aus. Sieger mit unglaublich 334 Punkten ist Timonika. Timonika darf sich auf eine Sprungmedaille freuen. Da hat sich aber jemand mächtiges Zeug gelegt beim Sprungturnier. Herzlichen Glückwunsch, das war ganz großartiger Sport. Mach weiter so und vielleicht gehört ihr bald zu den Top-Athleten. Wie heißt es so schön? Pokerathlon Forever. Ja, das sage ich auch immer. Meine Rede. Ach, wieder zurück im guten alten SpongeBob-Shirt. Danke für deine Teilnahme. Ich verwandle deine Punktzahl nur in Athletenpunkte. Was kann ich dafür kaufen? Schon wieder vorbei. Kann ich hier was für die Athletenpunkte holen? Eintauschen. Datenkarte. Ich will keine Datenkarte. Ich will coole Preise. Du hast coole Preise, oder? Im Athletenshop. Strömender Schweiß, der heiße Atem deiner Mitstreiter im Nacken. Die Knospen neuer Freundschaft. So sieht das Leben eines Pokerathleten aus, für das wir hier einstehen. Wenn du dir beim Pokerathlon Punkte erkämpft hast, kannst du sie bei uns gegen Preise eintauschen. Also bleib immer am Rennen. Was kann ich haben? Aprikoko, Kumomilch. 2000 Punkte Sonnenbombe, das ist ein bisschen teuer. Ich will sagen, ich kann nur eine kaufen. Naja, danke. Eine Kumomilch ist nicht verkehrt. Vor allem, weil ich wieder vergessen habe, Heilung zu kaufen. Oh mein Gott, so oft bin ich hier durchgelaufen. Und jetzt hat mich Johnny doch noch zum Kampf herausgeholt. Wisst ihr was? Dann besiegen wir Johnny noch. Amoroso? Level 17. Höher als erwartet, muss ich sagen. Wie stehe ich zum Pokerathlon? Ich denke, wenn man das Spiel als Kind hatte, war das Spaß. Ich hätte damit wahrscheinlich... Ich meine, wisst ihr, wie viele Pokeriege ich hergestellt habe? Ich habe auch relativ viel Zeit mit Knospen verbracht. Also im Pokerathlon, vor allem, wenn man nur coole Preise dafür bekommt. Ich hätte so viel Zeit mit verbracht. Ihr habt keine Ahnung. Ja, ich muss doch meine... Die rote Haut muss ich noch eintauschen. Ich habe niemanden, der fliegen kann. Warte, ist hier in der Gegend. Wisst ihr was? Wir machen das noch. Das machen wir noch. Dann sind wir fertig für heute. Okay, ich bin da. Mr. Pokémon? Ich habe gehört, du kannst was mit der roten Haut anfangen. Oh, diese Schuppe, kann das sein? Ja, sie gehört einem roten Gardos. Das ist ja nicht mal selten. Ich muss sie haben. Und vielleicht willst du mir vielleicht im Tausch gegen diesen EP-Teiler abtreten, den ich von Professor Eich bekommen habe. Ja. Dankeschön. Das Leben ist schön. Es gibt immer was Neues zu entdecken. Ja, das kann ich einfach nur weitergeben. Was sagst du dazu, Jürgen? Jürgen scheint es nicht schnell genug zu gehen. Ja, jetzt beim Pokerathlon, das ist halt Jürgen angefixt. Ich würde aber sagen, wir sind soweit fertig für heute. Beim nächsten Mal werden wir zu Team Rocket gehen. Ich denke, wir werden in der einen oder anderen Team Rocket Basis durch ein paar Team Rocket Kämpfe durchspeeden. Denn uns werden einige bevorstehen. Ich glaube, die meisten davon auf einem relativ niedrigen Level, also freut euch darauf. Und ja, würde ich sagen, beim nächsten Mal ist Team Rocket Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.